So, Leute, hier sind wir wieder in Deep. Ja, im ersten Kapitel diesmal. Und hier gibt es wieder eine Menge zu klauen. Das wird auch gleich mal machen. Ja, wir sind gerade aus diesem Karren gekommen. Ich dachte, da liegt ein Buch. Irgendwo hier hat er noch. Da oben. Das geglitzert. Die netten Leute haben uns ja mitgenommen bis hierhin. Warum auch immer, da haben wir jetzt noch keinen griffigen Grund für. Ah. Rausspringen. Verstecken können wir uns also auch. Hiermit haben wir ja unsere Fokussicht. Da haben wir eine Zeitung gefunden. Für die, die es lesen wollen, können jetzt einfach Pause drücken. Und sich dann, ja, so lang sind die Artikel ja nicht, kurz durchlesen. Die Fokussicht gefällt mir. Ja, sehe ich wenigstens was. Wenn ich mich konzentriere, bin ich irgendwie schneller als sonst. Was ist los mit mir? Idiot. Ich hab eine Flasche. Willst du einen Schluck? Hä? So schauen. Sonst gibt's ja aber nichts mehr mitzunehmen, ne? Scheint nicht so. Gut, wir müssen da hoch. Mit Hilfe der Kralle geht das ja jetzt auch, die wir uns ja gemopst haben. Hier ist ein Sack. Gesundheit. Okay. Die können wir dann jetzt so wieder. Gesund. Nahrung ist voll. So können wir sie dann wieder herstellen. Könntest du. Kann man die Dinger nicht irgendwie. Kann ich da durch? Sieht nicht so aus. Ja, wie gesagt, momentan finde ich das leider ein bisschen schade, dass man so eingeengt ist, weil hier hätte man ja auch einen Raum machen können, in den man jetzt hätte reingekonnt. Aber nee, das machen die nicht. So, hier hoch. Ich glaube, da muss ich jetzt hin. Da glitzert mich auch schon wieder was an. Hallöchen. Ich treffe mir hier irgendwas zu. Ah, ein Eimer. Ich bin echt ein exzellenter Dieb. Ich mache hier kaum Lärm. Lärm. Ich stöße die ganze Zeit gegen so einen Eimer. Hört alle her! Das Verrätertor bleibt auf Befehl des Barons bis morgen früh geschlossen. Okay. Ist der Typ jetzt irgendwie wichtig? Warum? Der hat Geld. Hey, 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 wo soll's denn hingehen? Sperrstunde! Die Stadt abzuriegeln hält die Schwermut auch nicht auf. Wir sitzen nur auf dem Sargdeckel. Ja, aber wir werden dafür bezahlt. Ein König. Die Wache hat Stonemarket abgeriegelt. Aber seit wann halten Schlösser mich auf? Schwermut ist, soweit ich gelesen habe, die Seuche, die hier rumläuft. Und ich habe geguckt, ich habe Thief 1 und 3 auch noch auf dem Rechner, beziehungsweise in dem Ordner. Habe ich mir irgendwann mal wohl besorgt, gekauft. Aber ich habe leider keine CD-Keys dafür, ich bin mir da also unsicher. Die Nacht dauert ewig. Ob ich das einfach installieren kann. Meiner. 7 Gold habe ich den jetzt bewusstlos geschlagen. Sperrstunde zu Ende, Leute. Zumindest halb, einer lebt noch. Opfer ablegen. Haha, du bist ein Opfer. Tutsch. So. Einer müsste ja hier eigentlich noch sein. Hier glitzert ja nicht mal was. Was ist das? Keine Ahnung. Kurz Fokussicht. Da hinten ist doch was. Gar nicht wahr. Okay, das erste Mal so ein bisschen Action und das nur für Gläser oder wie?
Da ist noch was. Das sieht aber auch nur aus wie ein Glas. Das da aber nicht. Wie auch immer hier so ein Ring hinsteckt. Ah, die Ringe sind die Sammlerstücke oder wie? Einen haben wir damals aus einer Kiste geholt. Das leuchtet aber heftig hier. Dabei siehst du das bei Goldmünzen, WTF. Das wohl wertloseste in dieser Gegend. Du hast kein Geld dabei, so wie es aussieht. Könnte ich mal trotzdem kurz hochheben. Guck mal hier. Einfach fallen lassen. Tja. Das hat sich wohl nicht ganz so gelohnt, muss ich zugeben. Du kannst jetzt rauskommen, mein Freund. Oder ich kann auch reinkommen. Weil hier müsste jetzt eigentlich noch jemand drin sein. Ein Geldbeutel? Essen? Oder ein Wasser- oder Wasserpfeile? Warum da auch immer Wasserpfeile hier rumliegen hat, der Typ? Weiter komme ich hier nicht durch. Nö, das war's auch schon. Bei der nächsten Tür hat er einfach die Türklinke abgerissen, sodass wir nicht durchkommen. Moment mal. Ah, okay. Fokus verbraucht die blaue Leiste und links sehe ich gerade diese Fokussicht. Die können wir also nicht die ganze Zeit anhaben. So. Hier kann ich hochklettern. Leid. War das überhaupt eine Wache? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist er jetzt bewusstlos. So. Nochmal Pfeile. Das redet der Schwermut mit denen an oder war das die Wache, die er mit ihnen angerichtet hat? So, wie gesagt, da können wir hoch. Hier können wir auch hoch. Das scheint der richtige Weg zu sein. Dann gehen wir doch mal kurz hier hoch. Na, gucken, was hier so ist. Das ist der Anfang, oder? Nee. Hey. Hallo. Ich bin da. Kann ich dir irgendwie helfen? Ich weiß nicht, ob das als Hilfe zählt, aber okay. Hätten wir uns auch so auf den drauf fallen lassen können? Noch so eine Tür ohne Türklinke. Vor allem. Wieso sind da so viele Kratzer an der Wand bis an die Tür? Wie viele haben denn schon da versucht, hier hochzukommen? WTF? So. Ja, glitzert was. Und Glitzer ist gut. Die Kralle ist recht leise, wenn man sie richtig benutzt. Bei Aaron klang das Ding lauter, als es ist. Okay, da wurden wir jetzt anscheinend darauf hingewiesen, dass die Kralle an sich doch recht leise ist, wenn wir sie einfach nur so benutzen. So, offen damit. Sag doch offen. Hier kommen die gerade die ganze Zeit Karten. Von Steam für dieses Spiel. Warum halten? Anheben. Schleichen wir hier durch irgend so ein Geröll. Hört alle her! Hört alle her! Die Steinhauergasse ist über Nacht gesperrt! Kein Durchgang! Was siehst du dir da an? Den Preis dieser Maske. Damit könnte man ein Jahr lang 100 hungrige Mäuler stopfen. Hast du jetzt plötzlich ein Gewissen? Das ist wie die Selbstmordseuche. Tore hier umgehen.
Also ich finde ja, dass die... Sprachstimmen ein bisschen zu leise sind. Boah, mir ist kalt. Darum schraube ich die doch mal ein Stück höher. Die Lampen flackern immer noch. Kann die verfluchten Dinger denn niemand reparieren? Finde mal einen Handwerker, dessen Finger nicht gebrochen sind. Ja, hört auf, den Handwerkern die Finger zu brechen, mal Jungs. So, wo komme ich hier hin? Hier glitzern auf jeden Fall wieder mehrere Sachen. Einmal hier. Also die Maske muss ich stehlen und weiterkommen. Okay. Dann haben wir hier noch Pfeile. So, da könnte ich hoch. Wow. Wieder Trockenfleisch. Nach dem letzten Glockenschlag in der Station? Es sei denn, du kennst eine Taverne, in der sie einen Wachmann nicht. Die Blitze decken mich auf. Was heutzutage als Tür durchgeht, kann jeden Geschmack gebrauchen. Ist das Problem? Nimm ihn bitte direkt mit. Die Pferde wurden gegessen. Gegessen? Der Kutscher fehlt mir. Die Pferde wurden gegessen, okay. So, den hier hinlegen. Was gibt's da zu räuspern? Muss eh da rein, also guck ich doch gleich mal. Na, sieh mal nach, guck. Ein paar Wachen. Bewohner oben. Dürfte nicht schwer sein, die Maske zu stehlen. Wo sollen die Wachen sein? Ich kann hier nicht runter. Soll das so? Der Typ hier pennt nämlich, der kann uns ja nichts. Ich kann ja echt nicht runter. Eine Treppe. Ich muss jetzt erst die Maske ausfindig machen, oder? Die Wache könnte ein Problem werden. Wenn das seine Auslage ist, was hat er dann in seinem Tresor? So, ich war doch gerade einen Schrank. Kann ich dich in den Schrank legen? Nee. Aber das sieht auch gut aus. Ich brauch was zu trinken. Wer hat das gesagt? Danke. Den Ring und den Armreif nehme ich doch gern. Ich weiß noch nicht mal, wozu das Gold gut ist. Aber wir haben es. Es sieht so aus, als wäre das eine Schublade. Man sieht diese... Ja doch, hier sieht man so ganz leicht diese Trennung. Leer. Hier oben drauf ist auch alles leer. Okay, schleichen wir weiter. So. Schön. Alles meins. Ohrringe. Meine Zähne wackelt. Heul doch. So. Na, was haben wir hier? Nichts. Hier? Nichts da drüber. Eine Münze. Gerade K.O. schlagen.
Hä? So. Wo liegt der Typ jetzt? Da. So, dann legen wir dich mal hier in die Ecke. Hier machst du keinen Terror mehr, hoffe ich zumindest. Das war ein Brieföffner jetzt. So, nochmal zurück in den anderen Raum. Da war ja noch was. Ich wollte jetzt nur diesen Typen hier erledigen, bevor wir ihn vielleicht doch noch aus Versehen aufwecken. Eine Brosche. Da ist noch ein Ring. Okay, Ringe sind doch nicht immer die wertvollen Sachen, wie es aussieht. So. Wir haben schon fast 500 Gold zusammen geklaut. Nichts drin. Okay, hier war aber noch was zum Knacken. So, einmal. Zweimal. Und dreimal. Damit hätten wir die Kasse oder was ist das offen? Ja gut, so viel hat der Typ jetzt aber auch nicht eingenommen dafür, dass er solche teuren Sachen verkauft angeblich. Was bist du? Lichtschalter. Kann ich hier auch die anderen Sachen klauen? Armreif. Ohrringe. Da wäre die Maske drin. Ich guck mal nochmal kurz auf der anderen Seite. Armreif. Nichts. Aber interessant, dass auch nur die das Fach mit der Maske abgeschlossen ist. Und dann werf sie in den Eintopf. So. Gucken wir mal. Einmal. Zweimal. Und hier oben dreimal. Diese Juwelen sind aus Glas. Aber wenn das jemand nicht weiß, bezahlt er gutes Geld dafür. Jetzt aber raus hier. Durch eines der Fenster oben komme ich über das Tor. Also eine Fake-Maske im Endeffekt. Schade. Unten würde ich mich aber gerne nochmal umgucken. Um ehrlich zu sein. Sorry, mein Freund. Aber ich will dich berauben. So, erstmal ein Brief. Den ihr jetzt hier wieder durchlesen könnt, falls ihr Interesse dran habt. So wirklich gut scrollen kann man das nicht. Nochmal hier. 7, 3. Und hier ist die 9. Damit das damit. Wie gesagt, ich weiß jetzt ehrlich gesagt noch nicht, wofür das Geld gut ist. Vielleicht können wir irgendwann mal was kaufen oder uns upgraden.